Willkommen zurück, meine Freunde. Wir befinden uns jetzt direkt am Point du Hoc. Auch eine sehr markante und wichtige strategische Position während des Zweiten Weltkrieges und insbesondere natürlich während der Landung in der Normandie. Und vielleicht kennt ihr den Film, ich glaube, Soldat James Ryan war das, oder? Der längste Tag. Der längste Tag. Es gab ja die amerikanischen Soldaten, die hier mit Enterhaken bewaffnet und einem so ein Gewehr quasi, wo man diese Enterhaken mit an die Steilküste schießen konnte. Und das Problem war allerdings, die hatten das in der Trockenheit geübt. An dem Tag der alliierten Invasion war es aber so, dass die Gicht, die Wellen relativ hoch waren und die Seile, die sie dabei hatten, die haben Wasser abbekommen und wurden damit sehr schwer. Und damit war das Schießen dann nicht mehr ganz so einfach möglich. Und direkt hier, bevor wir den Strand bzw. das Cliff erreichen, gibt es hier schon Krater. Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch gleich erwartet. Und hier finden wir direkt ein großes Schaubild. Und das sind diese Strickleitern, von denen ich euch gerade erzählt habe, mit diesen Enterhaken. Man hat erst die Enterhaken hochgeschossen und konnte dann die Strickleiter nachziehen. Und diese Seile haben sich mit Wasser vollgesaugt. Und deswegen sind viele dieser Enterhaken gar nicht bis nach oben gekommen. Und das ganze Thema natürlich erschwert. Ihr könnt euch vorstellen, dass man an nassen Seilen nicht so gut hochklettern kann wie an trockenen Seilen. Hier ist das Layout einer typischen deutschen Batterie. Und das ist das Point du Hoc. Also sie sind hier unten angelandet, das ist quasi Strand. Und hier muss man die Klippen hoch und hier oben befand sich die Batterie, die wir uns natürlich auch anschauen. Und hier nochmal die Normandie mit den verschiedenen Landungsabschnitten. Wir befinden uns jetzt hier zwischen Utah und Omaha, genau in der Mitte. Und da sieht man es auch, haben schon viele angefasst. Und im Hinterland gab es Airborne. Absprünge verschiedene, sodass man von verschiedenen Positionen die Deutschen dann einkesseln konnte und am Ende des Tages dann auch besiegen. Hier vorne gibt es direkt ein Tobruk und direkt im direkten Umfeld gibt es auch einen Einschlag und ihr seht, wenn man die verbunkerten oder gebunkerten Gebäude nicht direkt getroffen hat, bleiben die tatsächlich heile. Das ist unglaublich. Also der Mensch da drin ist mit Sicherheit umgekommen, aber der Bunker selbst ist noch intakt. Schaut mal hier. Man hat hier die Spuren der Verwüstung nicht weggemacht. Überall noch vorhanden. Und ich hoffe, dass ich gleich meine Drohne noch starten kann, dass ich das auch einmal von oben zeigen kann. Schaut mal, riesige Krater. Und da vorne gibt es den ersten Bunker. Früher konnte man das alles noch begehen und in die Krater reingehen. Man hat das komplett abgesperrt. Auch hier, man kann gar nicht mehr drauf gehen, ne? Schaut mal, früher konnte man noch in die Bunker rein, das ist auch komplett nicht mehr möglich, sehr schade. Also ich war hier und man konnte noch in alle Bunker rein und auch vorne zum Küstenbereich. Hier eine offene Ringstellung. Rostet auch vor sich hin. Die hat auf jeden Fall ein Treffer abbekommen, das seht ihr hier vorne. Und dahinter ist noch ein Bunker. Wie gesagt, früher waren wir in diesen Bunkern drin. Das ist heute leider nicht mehr möglich. Und schaut mal, wie groß die Einschläge hier sind.
Wir gehen erstmal geradeaus, oder? Der hat auf jeden Fall einen abgekriegt. Eine Kasematte für ein Geschütz, ne? Die hat auf jeden Fall von oben einen reingekriegt. Und wahrscheinlich sogar von mehreren Seiten. Da ist einer, da, da unten und da oben auch. Das hier ist sicherlich mit einer der größten Kaliber, die hier eingeschlagen sind. Ich würde sagen so 16, 17 Meter in der Breite und 14 in der Tiefe, vielleicht auch 12, ganz grob. So, wir befinden uns jetzt am Point du Hoc, am äußersten Zipfel. Der Bunker war damals auch geöffnet. Nee, wir standen tatsächlich vor der geschlossenen, vor dem geschlossenen Gitter, bedeutet, wir kommen da heute tatsächlich rein. Da sind die damals angelandet und haben hier mit diesen Karabinern sich hier, hier sieht man es eigentlich ganz gut. So, also da sind die angelandet. Die Deutschen hatten auch kein gutes Schussfeld. Man musste wirklich hier an den äußersten Rand gehen und dann war man selber ein einfaches Ziel. Und dann hat man mit diesen Karabinerhaken hochgeschossen und man hatte natürlich die Hoffnung, dass sich der irgendwo hier verkeilte, dass man sich hochziehen konnte. Und schaut mal, das sind 90 Grad. Und wenn man da runterfällt, dann ist auf jeden Fall vorbei. Und auch heute wieder bestes Wetter. Warten, gerade viel los. So, hier sieht man noch die Befestigung für das Tarnnetz. Man hat den Nackenstahl ja nicht einfach, Beton nicht einfach so gelassen. Hier gab es einen Treffer. Schaut mal. Und hier war die optische Messeinrichtung drin. Ups, ach, da sind ganz viele Menschen drin. So, also Artilleriebeobachter. Hier gibt es auch noch einen Bunker und dieser Stein ist sehr markant. Er war mal größer, der wird auch immer kleiner über die Jahre, Erosion. Und schaut mal, unvorstellbar schön. Auch hier gab es direkt einen Treffer und da oben auch. Versuche, so wenig Menschen wie möglich drauf zu kriegen. Deswegen ist die Kameraführung gerade ein bisschen schwierig, aber ich denke, das kann man verkraften. Das kann man sich nicht vorstellen, was damals los war, Leute. Das Wasser ist ja heute ziemlich still und ruhig. Und am 6. war es ja ziemlich aufbrausend. Mega Location, mega Geschichte. Meinst du, der Stacheldraht ist noch von damals? Eher nicht, ne? Unvorstellbar. Das ist einfach unvorstellbar. Boah. Guck mal, da hinten die Vögel. Hunderte von Vögeln, von Möwen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich sehe es von hier aus nicht. Wir gehen jetzt einmal auf den Bunker und danach gehen wir in den Bunker rein. Mal hier hat man noch mal eine bessere Aussicht. Auch nach unten vielleicht sogar. Schaut euch das
So, wir gehen jetzt in den Leitstand rein. Hier gibt es eine Eingangsverteidigung und einen Unterstand wahrscheinlich für Munition. Und wie gesagt, ich bin damals nicht reingekommen. Auch hier gab es Explosionen. Man hat sich also hier richtig reinkämpfen müssen. Und man hat anscheinend auch die Türen rausgesprengt. Und es ist sehr, sehr voll. Und hier stehen die Namen der Ranger, die hier ums Leben gekommen sind. Hier sieht man sogar noch das Holz von damals. Und jetzt sind wir in dem Raum, wo beobachtet wird. Hier steht schon das Optik drauf, der Observer. Und hier hat man den Horizont beobachtet und die Zielkoordinaten durchgegeben an die Artillerie. Und wir sehen hier richtig die Einschläge, die wir draußen gerade gesehen haben, wie sie den Beton rausgebrochen haben. Originale Farbe ist noch vorhanden. Das Holz, wo die Vertäfelung dran war. Hier war die Unterverteidigung für die Komplikation. Das war der Raum, wo die Koordinaten berechnet wurden. Und das war die Schießscharte, die letzte Verteidigungsmöglichkeit der Deutschen. Boah, man hätte ein bisschen mehr Beleuchtung hier reinmachen können, weil wenn man von außen kommt, dann sieht man das alles nicht. Die Beschriftung von damals sind, keine Ahnung. Also es ist hier eine Unterkunft. Wir sehen hier an den Haken, hier waren Betten dran montiert. Echt viel gelernt in der Zeit. Und hier gab es Explosionen. Also innerhalb des Bunkers gab es tatsächlich auch Kämpfe. Das ist schon krass, oder? Das ist wirklich krass. Auch hier Kampfraum. Für die Entlüftung. Und schaut mal, wie schwer die Aufnahmen für die Türen damals waren. Hier gibt es Telemetrie, wahrscheinlich Wetterbeobachtung. Und auch hier wieder die Unterkunft. Das sind noch die Originalbettgestelle. Das ist schon alles krass. Das ist schon alles sehr, sehr krass. Die hat auf jeden Fall was abgekriegt. Die Kanone war nicht mehr einsatzbereit. Hier finden wir eine Kasematte für eine Kanone. Das scheint hier ein Graben gewesen zu sein, vielleicht auch für eine Flakstellung. Auf jeden Fall ist sie nicht mehr vorhanden. Und auch die Kasematte hat ordentlich Treffer abbekommen. Die war garantiert danach auch nicht mehr einsatzfähig. Hier unten finden wir einen Bunker. Wahrscheinlich Gruppenunterstand mit Turbuk, also Nahverteidigung. Der ist noch absolut gut in Schuss. Den Turbuk sparen wir uns. Häufig war es ja so, dass man den Bunker Namen gegeben hat. Hier finden wir leider keine Namen mehr. Aber hier gibt es auf jeden Fall Kampfspuren. Auch hier. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich hier abgespielt haben muss. Weil das ist ja die einzige Möglichkeit, sich hier noch zu verteidigen. Und entweder macht man das mit voller Energie oder man gibt drauf. Die Frage ist nur, was passiert mit jemandem, wenn man aufgibt?
in so einem Feuergefecht, wo man vorher vielleicht 1000, 2000 Verluste auf seiner Seite hat. Also, alles sehr, sehr schwer, sich vorzustellen, wie das damals war. Wenn man sich versucht, in die Lage der Soldaten zu versetzen, egal ob man Angreifer oder Verteidiger ist, weil hier waren ja die Verteidiger drin, wenn die hier drin eingesperrt waren und von draußen kamen welche, das muss, boah, also, oder diese Angreifer selbst, die ja den Auftrag hatten, die jeweiligen Anlagen zu infiltrieren bzw. zu reinigen. Unglaublich. Völlig zerstört hier die Anlage. Völlig zerstört. Und heute ist das so friedlich. Anhand dieses Trümmerstückes könnt ihr euch mal die Brutalität der Explosion vorstellen. Wir haben ja schon viele Bunker gesehen, die standgehalten haben. Aber das hat hier, ich würde sagen, das ist so hoch wie ich. Das sind 1,80 Meter, 1,80 Meter Stahlbeton. Einfach in mehrere Teile gehauen und einige Meter wegkatapultiert. Boah. So, hier finden wir noch eine Kanone, die damals installiert war. Und der Verschluss ist noch da, ist aber zugeschweißt. Nummer 26, 155 mm, 1917, also Erster Weltkrieg, ist Technologie. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen über die Pointe du Hoc. Ist ein sehr markanter Punkt an der Küste der Normandie, habe ich euch gerade gezeigt. Ich drehe mich mal ein bisschen. Und während des D-Days im Zweiten Weltkrieg spielte sie eine wichtige Rolle. Einige Schlüsselpunkte über den Pointe du Hoc. Die Lage ca. 6,4 Kilometer westlich von Omaha Beach und ist ein ca. 30 Meter hoher Klippenabschnitt an der Calvados-Küste. Die Bedeutung von der Invasion der Normandie befestigte die deutsche Armee das Gebiet mit Betonkasematten und Schutzstellungen. Es wurde angenommen, dass dort Artillerie stationiert war, die die nahegelegenen Strandangriffe verhindern sollte. Der Angriff erfolgte am 6. Juni 1944. Die US-amerikanischen Rangers greiften das Pointe du Hoc an, indem sie die Klippen erklommen und die deutschen Stellungen ausschalten. Dies war ein entscheidender Teil der Operation Overlord. Die Kämpfe, trotz schwerer Verluste, gelang es den Rangern, die Spitze zu sichern und die deutschen Geschütze zu neutralisieren, die allerdings bereits vorher verlegt worden waren. Also es gab hier gar keine Geschütze mehr, weil man mit diesem Angriff gerechnet hatte. Nachwirkungen, die Eroberung von Pointe du Hoc durch die Alliierten war ein symbolischer Sieg und trug dazu bei, die deutsche Verteidigungsanlagen entlang der Küste zu schwächen. Und heute ist es ein Zeugnis des Mutes und der Entschlossenheit der alliierten Streitkräfte während des D-Days und ist heute eine Gedenkstätte für die Opfer der Heldentaten. So, meine Freunde, also vorletzter Punkt auf unserer Reise, der letzte Punkt in der Normandie, dann geht es gleich auch nach Hause, nachdem wir ein bisschen was gegessen haben. Und wir finden hier vor uns eine Kirche, die war inmitten der Kämpfen eine Sanitätsstation. Und hier gab es einen Leutnant, der die Verwundeten 48 Stunden lang verpflegt hatte und hat durchgehend gearbeitet. Und hier ist ein Memorial aufgebaut für diese Person, nämlich den Robert E. Bright, Kenneth J. Moore, beides Medics vom 101. Airborne Division. Und zwar hat er 80 Soldaten und Kindern in dieser Kirche das Leben gerettet. Und wir gehen jetzt mal rein, denn da gibt es etwas,
was ich euch unbedingt zeigen möchte. Die älteste Kirche übrigens hier in der Gegend. Ich weiß auf jeden Fall, dass da welche drin sind, deswegen müssen wir gucken, wie wir das gleich mit dem Filmen machen. So, hier ist gerade eine Führung, deswegen können wir gerade nicht filmen. Aber hier nochmal die beiden Personen, einmal Bob Bright und Kenneth Moore. Beide haben, wie gesagt, 48 Stunden lang hier Verwundete gepflegt. Und die waren dort vorne in den Reihen und haben dort gelegen. Und man hat hier im Nachgang die Kirchenfenster anders umgestaltet. Schönes Kirchenschiff. Jetzt möchte ich euch etwas zeigen, was wirklich, wirklich krass ist. Wie gesagt, hier, wo normalerweise die Betenden Platz nehmen, waren damals die Verwundeten. Und hier gibt es nach knapp 80 Jahren noch die Spuren von den Verletzten, nämlich die Blutspuren, die sich hier komplett gearbeitet haben. Hier vorne sehen wir das nochmal. Da. Das ist das originale Blut von den alliierten Soldaten. 80 Menschen wurden hier gerettet. Aber das ist schon wirklich krass. Das ist wirklich krass. Hallo Leute, es ist tatsächlich unser letzter Spot. Ich habe gerade ein bisschen geschlafen und sehe ich ein bisschen verknittert aus. Schaut mal hier. Der letzte freie Tiger. Oder der letzte Tiger in freier Wildbahn. So rum ist richtig. Und der steht hier einfach am Straßenrand. Und wir gucken mal, dass wir ein bisschen näher rangehen. Also ist ja nach dem Panther einer der schwersten Panzer, die auf dem Schlachtfeld waren. Es gab ja auch noch den Tiger 2 oder auch Königstiger, das ist der Tiger 1. Und hier gibt es sogar eine kleine Geschichte dazu. Am Sonntag, dem 20. August 1944, geht die entscheidende Phase der Schlacht um die Normandie zu Ende. 6.6. war ja übrigens Normandie Anfang. Die im Kessel von Falaise eingeschlossenen deutschen Streitkräfte sollen gerade vollständig aufgerieben werden. 5 deutsche Panzer, denen der Ausbruch gelang, geben am 21. August bei Gurel-Coiselles in Stellung. Einer von ihnen, der Tigerpanzer Typ E 231, fährt nach Vimontiers zu und kommt kurz nach Erreichen der Stadt wahrscheinlich infolge Treibstoffmangels zum Stehen. Es wird von seiner Besatzung durch 2 Sprengladungen außer Gefecht gesetzt. Die Stadt Vimontiers hat diesen Tigerpanzer, von dem es nur noch 2 Exemplare in Frankreich gibt, gekauft, ihn restauriert und am jetzigen Standort abgestellt. Er steht seit 1995 unter Denkmalschutz. 5 Mann Besatzung, Länge 8,24 Meter, Breite 3,15 Meter. Höhe 2,88 Meter, 56,9 Tonnen schwer, 38 km/h Geschwindigkeit maximal, Reichweite 90 bis 100 km, maximale Geschwindigkeit im Gelände 19 km/h, dann eine Reichweite von nur noch 60 km, 100 mm Panzerstahl vorne, V12 Zylindermotor mit 23.800 Kubik, 650 PS bei 3000 Umdrehungen,
Und die Bewaffnung ist eine Kampfwagenkanone 36L-56 vom Kaliber 8,8. Bedeutet die Kanone, die auch in der 8,8 drin ist. 92 Schuss, verschiedene Munition, zwei Maschinengewehre MG34 und ein Granatwerfer zur Nahverteidigung. Und wir gucken uns das Schlachtschiff einmal an. Krass. Das ist, muss ein bisschen weiter zurückgehen, sonst kriege ich den gar nicht drauf. So, da haben wir ihn. Da könnte man wieder einen neuen Anspruch vertragen für dich. Und das ist einfach nur ein Blechkasten, aber mit 10 cm Panzerung. Schon krass, ne? Das ist ein fettes Vieh, oder? Das ist wirklich ein fettes Vieh. Oben wächst schon Gras drauf. Und schaut mal, wie gerade der runtergeht. Ich habe den sonst immer nur mit den Auspuffrohren hinten gesehen. Und wie fett die Ketten sind. Schon echt hart. Das ist echt hart. Ganz glatte Panzerung. Keine Winkel. Boah. Und vorne gibt es ein paar Treffer. So MG-mäßig. Ja, Leute, das ist der letzte Spot, den ich euch zeigen konnte. Jetzt sind es noch ungefähr 5 Stunden Heimfahrt. Und ich glaube, Ferenc, pack mal die Kippe weg. Möchtest du dich noch verabschieden? Ein toller Urlaub, immer wieder gerne. Oh, ja, war auf jeden Fall ein schöner Urlaub. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen geschafft. 2 Wochen lang drehen und viel laufen. Wir haben irgendwie zwischen 10 und 15 Kilometer sind wir immer gelaufen. War schon ordentlich anstrengend, aber war auch richtig schön. Wetter passte. Diego hat super mitgespielt. Und ich hoffe, diese Serie, diese Abfolge von einigen Videos hintereinander mit dem Thema Schlacht um die Normandie hat euch ein wenig gefallen. Ich fahre in 3 Wochen nochmal hier zum Tag der Normandie, 80. Jahrestag. Und das werde ich euch natürlich dann auch präsentieren. Also in diesem Sinne, es wird auf jeden Fall nochmal weitergehen. Und Frankreich lässt mich auf jeden Fall nicht los. Wir werden häufiger nach Frankreich fahren. Und in diesem Sinne, arrivederci, ciao und goodbye. Bis zum nächsten Mal, euer Random Life. Hallo Leute, also wir haben uns noch eine Sache vorgenommen, den ganzen Urlaub eigentlich, dass wir einmal so einen Pizza-Automaten ausprobieren. Ich habe das schon häufiger gemacht. Qualität ist manchmal unterschiedlich, aber wir haben auf jeden Fall noch Hunger und wir haben uns das fest vorgenommen. So, und wir bestellen einmal zusammen die Pizza. Dann hoffen wir auch, dass das geht. Da, Touch and See, da. Was heißt das? Da drüben. Ah, Doppelklick. Okay, es gibt eine Poppy, eine Navare, eine Koya, eine Papui, Edis, Mäule und eine Lulu. Und ich möchte gerne, guck mal, mit Pommes sogar. Mm. Oh je, da hast du dann eine Pepperoni und Megas. Mozzarella. Roquefort und Mozzarella. Also das ist wahrscheinlich hier die 4 Käse. Die sieht doch schon mal nicht gut aus. Also nehmen wir die. Okay. Und welche möchtest du? Warte. Mhm. Guck mal hier, die war toll. Ah ja, man könnte umstellen. Da, das ist genau der eine, oder? Pepperoni, Mozzarella, Cheese. Was ist das? Cheddar, Onions, Caramel Sauce, bleib auf der Hand. Ich glaube, ich nehme die hier, oder? Ja, nimm die Koja. Hot, cold? Ich will hot. Ja. Ich glaube, hab ich auch Hot genommen, ja, ne? Weiß ich nicht. Wollen wir nochmal nachgucken? Ich hatte die Navare, ne? Ja, du hast Hot. Ja, ja, ne? Hot, hot. Ah, super. Sonst noch was? Nö. Ja. Okay. Dann müssen wir hier einmal. Leute, es ging dann doch schneller. Zeig mal, mach mal auf. Nummer 1. Die ist wirklich heiß. Ja, ja, die wird ja fresh gekocht. So sieht die aus. Und jetzt werde ich erstmal probieren. Oh, ist sie heiß. Oh, die kocht ja noch.
Ja. Ich freue mich schon auf meine Pizza. Geschnitten ist sie nicht, das kann ich euch schon mal sagen. Uah. Aber richtig heiß. Teig. Also ist auf jeden Fall schon mal nicht der schlechteste, den ich jemals gegessen habe. So, die erste Käse mit dabei. Fehlt ein bisschen Tomate. Aber es ist nur Käse hier. Die zweite ist auch fertig. Noch nicht. Ja. Jetzt ist auf jeden Fall schon ordentlich Käse mit dabei. Schmeckt richtig gut, Leute. Ein bisschen Tomatensoße fehlt. Aber ansonsten ist sie echt gut. Die besteht halt nur aus Käse. So, und die zweite müsste jetzt auch jeden Augenblick fertig sein, oder? Ja. Oh, die sieht gut aus, oder? Ja. Oh, sieht die gut aus. Leute, die sieht richtig gut aus. Hier ist sogar handschriftlich draufgeschrieben, was das für eine Pizza ist. Guck mal. Navarre bei De Croia. So, der Großmeister ist jetzt essensfertig, oder? Oh, weiß. Ja. Also bei mir ist tatsächlich zu viel Käse. Ich liebe Käse, aber teilweise so ein trockener Käse, es ist mir als Käsefreund ein bisschen zu käsig. So mächtig, krieg die auch gar nicht auf. Normalerweise esse ich zwei von den Dingern, aber da ist so viel Käse drauf. Komm, großer Jumbo. Heiß. Ach, jetzt stell ihn doch nicht so an. Also wirklich. Ja, ja. Ist gut? Ja. Schön, freut mich. So, nur filmen, dass die Chance haben. Ist gut, cool. Ist gut, ne? Überleg mal. Wie krass du belegt ist, ne?